Im Schloss Rothschild präsentierte Wirt Andreas Plappert anlässlich seiner Falstaff-Gabel-Auszeichnung ein sensationelles Gabelbissen-Menü in 15 Gängen, die man wahlweise zu je 3 Euro konsumieren oder auslassen konnte. Zusätzlich motivierte der Wirt seine Gäste, einmal das Handy ad acta zu legen und sich im Gespräch eher Kultur und gutem Essen zu widmen. Währenddessen in der Küche schon fleißig mit zumeist regionalen Zutaten gewerkt wurde. Zwischen den Gängen verkürzten Musikanten die Wartezeit mit schwungvollen Klängen. Die schmackhaften Speisen wurden nicht nur genossen, sondern auch festgehalten. Das Weinangebot war auf die Speisefolge abgestimmt. Kleinen Häppchen waren viel diskutierter Stoff auf den Tischen. Die köstliche Nachspeiseserie fand den Abschluss mit einem Kaiserschmarrn und einem Käsepotpourri. Das finale regionale Schnapserl war auch für die Gäste hochverdient und es wurde noch lange zusammengehockt, bis der Wirt die Lichter ausblies.